Einen schönen guten Abend, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir bringen heute eine wichtige, eine notwendige und damit auch eine richtige Reform des Staatsangehörigkeitsrechts auf den Weg. Und diese Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist auch Teil unserer Migrationspolitik, die gekennzeichnet ist von einer weltoffenen Gesellschaft, die Schutz und Sicherheit gibt, in der Menschen willkommen geheißen werden, aber die auch ganz klare Regeln formuliert, an die sich alle halten müssen. Unsere Reform hat vier Punkte. Ich beginne mit den IS-Kämpferinnen und Kämpfern. Wir sehen vor, dass denjenigen, die sich einer terroristischen Vereinigung im Ausland anschließen und einem anderen Staat hinwenden, dass die Staatsangehörigkeit verlieren. Und zwar nur dann, wenn sie eine weitere Staatsangehörigkeit haben. Niemand wird in die Staatenlosigkeit entlassen. Aber das ist eine notwendige Schlussfolgerung, die absolut sinnvoll und richtig ist. Auch wenn man sich natürlich immer schwer tut mit dem Entzug der Staatsangehörigkeit. Der zweite Punkt ist, dass wir voraussetzen und das gesetzlich festschreiben, dass bei der Einbürgerung die Identität geklärt sein muss. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle unsere Regelungen, und das ist bereits jetzt gängige Verwaltungspraxis und höchstrichterlich abgesegnet, dass Personen nur dann eingebürgert werden kann, wenn ihre Identität geklärt ist. Und deswegen ist es richtig, das jetzt auch gesetzlich festzuschreiben. Der dritte Punkt ist durchaus kompliziert und auch sehr umstritten und Gegenstand öffentlicher Diskussion, nämlich unsere Regelung, mit der wir verhindern wollen, dass Personen eingebürgert werden, die in mehr oder viel Ehe leben. Wir schreiben jetzt in § 10 des Staatsangehörigkeitsrechts fest, dass diese Personen sich, wie es bereits in 9 schon vorgesehen ist, in die deutschen Lebensverhältnisse einordnen müssen, und konkretisieren das nochmal, insbesondere nicht gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet sind. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Akpulut? Ja, bitte sehr. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Wir haben das ja auch in der letzten Sitzungswoche gesehen, wie hier sehr, sehr kurzfristig Gesetzespakete verabschiedet werden, ohne dass wir uns wirklich damit rechtlich und auch inhaltlich auseinandersetzen können. Also es ist eine Kritik an dem Verfahren, was wir wieder haben. Und zum anderen würde ich gerne wissen, auch viele verschiedene Sachverständige, die das Ganze mitbegleiten, was sie konkret unter Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse verstehen. Weil das ist das, was Sie da festschreiben. Wir haben eine homogene Kultur, eine homogene Gesellschaft. Wir haben Regenbogenfamilien, wir haben Patchworkfamilien mit ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und wie wollen Sie bitte schön, wie sollen die Behörden dies dann nachprüfen können? Also wie soll die Umsetzung dessen klappen? Und in Bezug auf terroristische Organisationen und Staatsangehörigkeitsentzug würde ich auch gerne wissen, wie dieses Verfahren dann ausgestaltet werden soll. Mit wem wollen Sie da zusammenarbeiten, um jemanden entsprechend nachzuweisen, was eine Mitgliedschaft oder eine Tat im Rahmen einer terroristischen Organisation, um das nachweisbar zu machen? Herzlichen Dank für die Frage, Frau Kollegin. Wir haben hochkompetente Behörden, die mit der ganzen Thematik Staatsangehörigkeit befasst sind und diese Prüfungen auch seit Jahren vornehmen. Das ist ja alles nichts Neues. Und auch die Einordnung in die deutsche Lebensverhältnisse ist ein gängiger Begriff, ein unbestimmter Rechtsbegriff, der aber voll der gerichtlichen Überprüfbarkeit unterliegt, der sich bereits jetzt im Aufenthaltsrecht und auch im Staatsangehörigkeitsrecht findet. Und wir konkretisieren das jetzt in § 10 aus einem einzigen Grund, aber das ist ein wichtiger Grund. Und es gibt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Anfang letzten Jahres, das sagt, dass bei der Anspruchseinbürgerung nach § 10 es keine Möglichkeit gibt, eine Person von dieser Einbürgerung auszuschließen, wenn klar ist, dass sie eine zweite oder eine dritte Ehe hat. Es ist eine gesetzliche Lücke. Wir können das nach § 9 ausschließen, aber bei § 10 eben nicht. Und man kann es auch nicht subsumieren unter das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und deswegen haben wir uns entschieden, klar zu regeln, dass Personen, die in einer Vielehe leben oder in Mehrehe, dass die nicht deutsche Staatsbürger werden. Und das ist eine klare und deutliche Regelung.
Und ich ergänze noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist keine Leitkulturprüfung, sondern das unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Und mit dieser insbesondere Formulierung legen wir auch fest, dass nur andere Kriterien, die auch geprüft werden, eine ähnliche Höhe haben müssen von der Prüfung, nämlich, wie es in unserem Grundgesetz vorgesehen ist, in Artikel 6, das Prinzip der Einehe. Und ich glaube, es steht uns gut zu Gesicht, das jetzt auch gesetzlich zu regeln. Der vierte Punkt, den wir regeln, das ist, dass wir in § 35 die Frist zur Rücknahme einer Einbürgerung von 5, das ist jetzt geltendes Recht, auf 10 Jahre verlängern. Darüber haben wir auch länger nachgedacht und diskutiert. Aber es geht um Einbürgerungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die von Anfang an rechtswidrig waren. Einbürgerungen, die aufgrund von arglistiger Täuschung erfolgt sind, Drohung, Bestechung oder auf der Basis von vorsätzlich falschen Angaben. Das ist keine Einbürgerung auf Probe, wenn wir diese Frist verlängern, sondern das ist die Verlängerung der Frist, um den Behörden die Möglichkeit zu geben, diese von Anfang an rechtswidrigen Einbürgerungen, die auch zurückzunehmen. Und das ist eine klare Formulierung und Verlängerung der Frist, damit wir hier auch mehr Rechtssicherheit schaffen. Und ich glaube, das ist eine wichtige und richtige Maßnahme. Insgesamt möchte ich betonen, weil die öffentliche Diskussion ja auch sehr intensiv darüber diskutiert, ob das notwendige Maßnahmen sind, dass wir damit nicht die gesamten Fortschritte des Staatsangehörigkeitsrechts zurücknehmen, sondern wir schreiben das Staatsangehörigkeitsrecht fort. Wir schaffen eine Kombination aus modernem Einwanderungsrecht, aus klaren Regeln und eben kombiniert auch mit klaren Vorschriften in unserem Staatsangehörigkeitsrecht. Und für die SPD sage ich sehr deutlich, dass vielleicht auch im kleinen Unterschied zum Koalitionspartner, wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass wir mehr doppelte Staatsangehörigkeit ermöglichen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass mehr Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit das Wahlrecht bekommen. Und wir alle setzen uns, glaube ich, dafür ein, dass wir hier in unserer Gesellschaft in Vielfalt gut zusammenleben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Redner für die FDP-Fraktion, der Kollege Stefan Thome.